Gesundheit. Ja, es war wirklich ein Nieser am Ende des letzten Parts. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Ocarina of Time, Eishöhlen-Action, kein Bock auf Fledermaus-Action, so zack. Der Schlitzer macht einfach alles platt, auch ich habe gar keine Energie verloren. Warum springe ich da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Weil ich einfach mal daneben springe und mich von der Mine fett abrasieren lasse. Na gut, auf jeden Fall holen wir uns jetzt erstmal die Karte. Dann können wir uns doch mal die ganze Eishöhle hier angucken. Die ist nämlich nicht so groß. Ja komm, ein Viertel Herz. Bevor ich sterbe, hole ich mir es lieber. Alter, ich hab dich getroffen. Du Mistvieh. Egal. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Oh ja, das hast du mir doch schon mal erklärt. Alter, wie er mit seinem Schwert da steht. Einmal zack, ist genau auf der richtigen Höhe. Und dann sind wir Navi endlich los. Aber nee, Link war mal sozial, so. Boah, ist mir egal, wenn du mich eineist. Ganz im Ernst, ich hab keinen Bock, ewig zu warten. Und er eist uns noch nicht mal ein, gut. Heißt nicht eh vereisen, egal. Ah! Diesmal aber. So, jetzt brennt da die ganze Zeit am linken Bildschirmrand noch das blaue Feuer. Jetzt ist da noch mehr blaues Feuer. Und der hinterlässt drei Herzen. Zwei... mein Hals schon wieder. Schlimm. Zwei fallen runter, aber ich brauche nur eins. Erstmal ein bisschen Cola tanken, das ölt die Stimme richtig gut. Ah, njam, 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 Cola. So, wir haben die Karte. Was sagt denn die Karte? Yo, die Karte sagt, dass die Eishöhle echt nicht sonderlich groß ist. Gut, ich würde sagen, dann tanken wir uns doch jetzt nochmal mit viermal blauem Feuer. Geh doch mal alle weg hier. Oh, ich hab dich getroffen. Dann tanken wir uns jetzt nochmal mit viermal blauem Feuer auf. Und lassen uns nicht von den Kack-Fledermäusen nerven. Ja, nee, ich hätte nach links gemusst. Flöp, flöp, flöp. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ja gut, zweimal können wir eigentlich gleich draußen lassen. Ansonsten noch den Fanghaken. Diesmal habe ich's. Und dann sind wir doch gut equipped. Hier können wir uns nochmal eine Runde auftanken. Und dann läuft es doch. Ich sollte vielleicht das Feuer wegstecken. Ah ne, ich brauch's eh gleich. Ich werde das jetzt schon nicht aus Versehen hier... ich sollte nicht in die Mine rennen. Ja, genial. Ich werde es schon nicht aus Versehen freilassen. Ich lasse einfach meinen Daumen von meinem C-Stick weg. Und dann kann auch gar nichts passieren. Das ist logisch. Wo müssen wir denn lang? Was sagt denn die Karte? So, wir waren eben in dem Raum ganz oben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gleich links in den kleinen Raum. Flöpp! Da dürfte es dann eigentlich den Kompass geben. Und ich meine sogar auch ein Herzteil und eine Skulptula. Und wenn es da echt das Herzteil gibt, dann hätten wir unseren Vorrat an Herzen mal auf 13 erhöht. Das wäre doch was. Boah, ich wollte gerade sagen, ich höre es doch. So, laufen wir hier ein bisschen rum, aktivieren alle. Ja, und da ist die Skulptula und das Herzteil. Ich sehe sie doch schon. So. Holen wir uns erstmal das Herzteil. Bevor uns irgendeine Fledermaus anfällt. Wobei ein Herzteil füllt unsere Energie komplett auf. Da wäre es vielleicht intelligenter, das zum Schluss zu holen. Egal, holen wir uns das jetzt. Freuen uns darüber, dass wir 13 Herzen haben. Und dass es hier eine Skulptula gibt. Die ganz unauffällig versteckt war. Das haben wir jetzt 62 oder so. Naja, jedenfalls genug. Wobei wirklich genug wären nur 100. So. Machen wir dich erstmal platt. Brauchen wir noch blaues Feuer? Ja, schätzungsweise. Ich tank einfach mal wieder auf. So, viermal. Eine Flamme brauchen wir, um den Kompass hier freizukriegen. Dann haben wir noch drei übrig. Ja, das sollte doch reichen. So, erstmal mache ich euch platt. Ihr seid ja sogar nur normale Fledermäuse ohne Eis. Ist ja nicht ganz so schlimm eigentlich.
Aber ihr seid auch nicht so nervig und fallt mich an. So. Auf jeden Fall kriegen wir den Kompass. Sind mit der Eishöhle auch schon so gut wie durch. Ja, es gibt noch den einen Raum mit dem Schieberätsel. Aber ansonsten kommt da nichts mehr. Ja, der Raum mit dem Schieberätsel und dann die Truhe mit den Eisenstiefeln drin. Ich glaube ja. So, zweimal blaues Feuer und den Fanghaken. Perfektes Equipment. Ja, drei Flammen reichen die echt? Ich hoffe es einfach mal. Ja, das Ding hat mich jetzt auch mal getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Ist mir aber egal. Ich möchte einfach nur hier raus, denn es ist kalt. Wie man ja auch schon an Link gemerkt hat. So. Gibt's hier Herzen? Ich habe eh nur ein Viertelherz verloren. Egal, voll sieht einfach besser aus. Ne, hier gibt's das Schieberätsel. Okay. Gut, holen wir uns doch erstmal den Rubin. Beziehungsweise locken erstmal die Fledermäuse an. So, flieg auf mich zu. Kann ich dir mit dem Fanghaken ganz einfach geben. Jawohl. Hinterlässt du was? Oh, Pfeile. Schick. Kann ich wieder gebrauchen nach der Geisterjagd. So, flieg auch auf mich zu. Ja, so geht das eigentlich ganz einfach. Wenn man genug Platz hat, kann man die ganz einfach locken. Oh, da gibt's auch wieder eine Skulltula. Aber erstmal werde ich dich los. Es gibt's nix. So, komme ich von hier dran? Ah, locker. So, habe ich jetzt 63. Das dürften dann noch... Ja, ich sehe es doch schon. Ja, das sind alle. Und ich habe 63. Ja, perfekt. Gut. Hinauf. Holen wir uns jetzt erstmal die silbernen Rubine hier. Ja, du sollst eigentlich da runterspringen, du Genie. So, da brauchen wir nochmal blaues Feuer. Ich glaube, danach brauchen wir gar keins mehr. Ja, egal. Kann man jetzt sowieso nicht mehr ändern. Auf jeden Fall haben wir 4 Flaschen. Und wenn ich lustig bin, kann ich mir auch nochmal eine Milch kaufen gehen. So ist ja nicht. Ja, gibt ganz viele Rubine, aber ich habe eh voll. Und man braucht bei dem Spiel sowieso keine Rubine. Und wenn doch, kann man die echt leicht farmen gehen. So ist es ja nicht. Das Ding erscheint einfach wieder aus dem Boden. Finde ich auch geil. Ja, 8 Minuten. Schaffen wir das noch in dem Part? Nee, das Schieg uns ja sowieso voll labern wird, wird das wohl nichts werden. Ich meine, in dem Raum musste man auch noch gegen Schneewölfe kämpfen. Oder wie auch immer die heißen, ist mir relativ wurscht. Also wird das wohl in dem Part nichts mehr werden. Aber egal, dann kriegen wir Anfang des nächsten Parts gleich die Eisenstiefel und die Serenade des Wassers. Das ist doch ziemlich nice. Dann sind wir mit der Eishöhle auch durch und können auf den Grund des Brunnens gehen. Na, ja, das Ding ist offen. Schick. Wow. Ja, Grund des Brunnens. Soll jetzt auch nicht so groß sein. Bisschen umfangreicher als die Eishöhle, aber auch kein Ding. Na, 9 Minuten, komm. Die Wölfe kriege ich noch down, wenn da überhaupt welche kommen. Ich meine ja, ja. Ja, da kann ich mir eigentlich Nüsse ausrüsten. Das bringt vielleicht sogar was. Zack. Denn ich habe ja gemerkt, Dekonüsse sind ziemlich gut. Okay, bei dir bringt das nichts, egal. Ich brauche nur 2 Schläge, weil ich ein Begoron-Schwert habe. Zack, 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 zack. Okay. Ja, hier brauchen wir noch mal blaues Feuer. Ja, wir haben gerade noch einmal blaues Feuer. Haben wir noch mal Glück gehabt. Hat sich das mit den 4 Flaschen ja doch gelohnt. Wobei ich hätte noch einmal nachtanken können, notfalls. Und der Raum, Alter, der sieht auch richtig geil aus. Na, ich warte, bis er ausholt.
dann verpasst ihm Shikibugi mit dem Begoron-Schwert. Ja, war klar, dass er das nicht übersteht. Achtfacher Schaden, wenn ich richtig rechne. Hast du ein Kokiri-Schwert? Ja, normal. Sprunghieb doppelter Schaden, Master-Schwert doppelt so stark, macht vierfacher Schaden. Und Begoron-Schwert dann nochmal doppelt so stark, macht achtfachen Schaden. Passt. Alter, das Schwert ist so geil. Gut, dann kriegen wir die Eisenstiefel. Und die sind zu schwer, um zu rennen und zu schwer, um zu schwimmen. Aber genau richtig, um den Part zu beenden. Und beim nächsten Mal lassen wir uns dann von Sheik voll labern. Bis dahin, haut rein!